Hallo und willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was ich euch so zeigen könnte. Nein, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was ich gerne mag für Produkte, und ich möchte euch auch noch ein ganz bestimmtes Produkt zeigen und habe ich überlegt, wie kann ich da jetzt ein interessantes Video draus machen. Und ich glaube, es ist immer interessant, was so die Favoriten sind oder was man so, wenn man sehr viel Kosmetika hat, so wie ich, teste ja immer sehr viel, was man da so am liebsten mag. Und das ändert sich natürlich alle Nase lang, was ich vor 2 Monaten toll fand. Das finde ich natürlich heute immer noch toll, aber es kann sein, dass es so an zweiter oder dritter Stelle gerückt ist und dass ich jetzt im Moment dann zu diesem Zeitpunkt einfach ein Produkt habe, was ich ein bisschen lieber mag. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal erzählen. Vielleicht möchtet ihr euch was Schönes kaufen und vielleicht kann ich da so ein bisschen helfen. Und ich habe auch günstige und teure Produkte, das heißt günstig und teuer, so teuer sind die gar nicht bei mir. Also mehr so die Kategorie Drogerie oder was man bestellen kann, ne? So bei Make-up Coach oder bei Puig oder so. Und dann habe ich immer so ein bisschen verglichen und auf meinem Gesicht aufgetragen die ganze Zeit. Also ich bin auch, ihr seht immer an der Seite so ein Schminki, wie das so aussieht im Auftrag und so weiter, dass ihr das auch vergleichen könnt und dann auch für euch genau, ich hoffe auf jeden Fall, genau wisst, ob ihr euch das Produkt kaufen möchtet oder ob ihr euch das gönnt. Also wollt ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben oder reicht euch das aus der Drogerie, weil das reicht mir auch ganz oft, ne? Man muss gar nicht immer so viel Geld ausgeben. Und deswegen habe ich jetzt dieses Video gemacht. Ja, ich fange mal an mit der Foundation. Da wollte ich euch ein Produkt unbedingt endlich mal zeigen. Und zwar ist das die Danessa Myrix Foundation, die es bei Puig gibt. Mit Code. Codes stehen alle in der Videobeschreibung. Ne, das sage ich jetzt gleich am Anfang des Videos. Also wenn ihr sparen wollt, dann schaut in die Videobeschreibung. Unter dem Video auf mehr drücken, das ist einmal so ein Wort, das heißt mehr, und das ist ein bisschen dicker, das anklicken, und dann tut sich das Ganze auf und da steht dann alles drin, was ich euch dann noch mitzuteilen habe, oder die ganzen Rabattcodes und natürlich auch immer die Links, wie man dann auch dahin kommt, damit es einfach ganz schnell geht. So, also hier Danessa Myrix. Ich bin ja ein großer Fan von ihr. Sie ist eine Make-up-Artistin. Sie macht großartiges Make-up. Ich liebe fast alle ihre Produkte. Nicht alles, manchmal ist das ein bisschen übertrieben bunt. Aber auf jeden Fall diese Foundation. Ich habe auch die Vorgänger schon. Und da bin ich nicht hängen geblieben, aber ich bin bei dieser Foundation hängen geblieben. Für mich ein großartiges, tolles Produkt. Ganz natürlich, ganz toll. Ich liebe das. Das ist meine absolute Lieblingsfoundation, die gerade alle, die hier rumstehen, in Schatten stellen. Ich nehme keine Dior mehr. Ich nehme keine Bare Minerals, keine NARS. Was habe ich hier noch alles? Mischer. Ich habe hier alles Mögliche stehen. Im Moment ist das mein Top-Produkt, was ich am allerliebsten benutze. Sieht schön seidig auf der Haut aus. Sieht natürlich aus, deckt ab, aber nicht so, dass man total zugespachtelt aussieht oder total zugekleistert mit Maske. Dieses Produkt ist, oh, ich liebe die so sehr. Ich liebe die total. Benutze sie gerade im Moment nur noch. Wenn ihr dazu ein schönes, günstiges Drogerieprodukt haben möchtet, dann natürlich, wer mich kennt, weiß, dass ich Essence-Fan bin. Große Essence, Fresh and Fit. Ganz, ganz tolle Foundation, die da auch mit der, man kann das nicht direkt vergleichen, aber die kann ganz gut mithalten. Die sieht zumindest richtig, richtig toll aus und kann mit, mit teuren Produkten auf jeden Fall mithalten. Na, das ist für mich die absolute beste Foundation aus der Drogerie. Und welche da dann noch dazu kommt, das ist so, die habe ich immer benutzt. Und dann kam plötzlich irgendwann die dazu. Und dann habe ich die ständig benutzt. Und jetzt habe ich die gar nicht mehr so viel benutzt. Ist die so ein bisschen nach hinten gerutscht. Deswegen ist sie aber noch genauso toll. Aber im Moment so ein bisschen mehr diese hier. Ich weiß auch nicht, die macht so ein wunderschönes Hautbild. Das wäre dann halt die Drogerie-Variante, wenn ihr so ein bisschen sparen wollt oder ihr wollt euch nichts kaufen, nichts bestellen, wie auch immer. Jeder darf ja seine Gründe haben, die er haben möchte. Und das sind so die Drogerie-Foundations, die ich lieber mag. Und welche ich von den beiden lieber mag, ist ganz schwer zu sagen. Also, das ist schwierig. Das kann ich nicht sagen. Also ich finde beide richtig toll. Also die finde ich wirklich richtig, richtig toll. Bei den Augenbrauenprodukten bin ich bei diesen hängen geblieben. Das ist einmal Dominic Cosmetics und einmal Nabla. Nabla schon ganz lange mein absoluter Favorit in Sachen
Augenbrauenprodukt, ne, habe ich auch schon ein ganz ausführliches Video gemacht. Schaut gerne auf meinem Kanal, da seht ihr ganz bestimmt, also jetzt so vor kurzem habe ich da ein Augenbrauenvideo gemacht und dann seht ihr das. Ihr könnt auch bei YouTube oben in der Leiste eingeben, mein Name, also Kanal Sharon S und dann Augenbrauenprodukte. Und dann müsstet ihr das Video entdecken. Also wie gesagt, habe ich vor kurzem gemacht, ganz ausführlich alles erklärt und auch immer, was gut ist, was nicht so gut ist oder was ich nicht so gut finde. Und Dominic Cosmetic ist ein Stift, anders gemacht, ein ganz neues Produkt. Seit es aber da ist, benutze ich es auch. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr wegen dieser ganz speziellen Form. Das ist so eine tolle Form, womit man so, so, so schön oben eine gerade Linie ziehen kann, kleine Härchen nachziehen kann, ausfüllen kann. Und ein Stift, der immer, immer, immer funktioniert und der einfach toll ist. Also bei den etwas teureren Produkten oder die, die man bestellen müsste, die man nicht so bekommt, wären es Nabla und Dominic Cosmetics. So, dann kommen wir mal zu den Drogerieprodukten, zu den Augenbrauen-Drogerieprodukten. Wenn überhaupt irgendein Stift mit dem Nabla-Stift mithalten könnte, wäre es der von Manhattan. Aber ich mag Nabla lieber. Wer aber von den Stiften wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt ist, das ist von Essence. Essence macht, und zwar ist das der Micro Precise, den Namen habe ich schon so oft gesagt in meinen Videos. Das ist ein richtig toller Stift, der ist immer schnell leer und ich muss ihn dann nachkaufen, aber ist für mich ein Top-Produkt aus der Drogerie mit eins der günstigsten Produkte überhaupt und macht so tolle Augenbrauen, ganz toller Stift, also große Empfehlung, Micro Precise. Und da kann ich nur sagen, bei den Augenbrauen-Mascaras braucht man keine teuren. Also ich brauche es jedenfalls nicht. Ich habe ja auch ein paar teure stehen, sogar Anastasia Beverly Hills. Brauche ich nicht. Mir reicht total Essence. Essence in allen Variationen. Und hier ist auch ein Catrice-Produkt dabei. Ich habe euch ja alles abgefilmt, ganz in Ruhe. Also wie gesagt, Essence reicht vollkommen aus. Und Catrice auch. Also ich brauche da nichts. Das hält genauso, das macht meine Augenbrauen genauso hübsch und toll. Und bis jetzt habe ich noch kein teures Produkt gefunden, was da jetzt irgendwie besser sein könnte als das Drogerieprodukt. Bronzer. Da gibt es zwei ganz tolle Drogerieprodukte. Und zwar einmal ein Cremeprodukt, das neueste von Catrice. Ein super, super schöner Bronzer. Richtig, richtig schön, sieht super schick aus und macht ein total wunderschönes Hautbild. Und wer da noch ganz gut mithalten kann, das ist Essence. Das ist diese Dreierpalette. Und da husche ich einfach in alle drei Farben rein und mache mir damit ein schönes Make-up. Und es sieht einfach toll aus. Und das ist jetzt hier wirklich Geschmackssache, was man nimmt. Ob man ein Cremeprodukt nimmt, ob man das nimmt. Man kann auch beides. Man kann auch zuerst das und damit dann nochmal rüber huschen. Also das sind so meine Lieblingsfavoriten aus der Drogerie in Sachen Bronzer. Was noch mithalten kann mit dem Cream Bronzer, das ist auf jeden Fall die Palette von Make-up Coach. Ein heißgeliebtes Produkt von mir, wirklich weggesuchtet, täglich in Gebrauch. Man sieht es auch schon. Ich liebe einfach diese Palette. Das ist der Skin Optimizer. Face Optimizer. Der Face Optimizer. Und hier habt ihr einen Schattenton drin für die Kontur. Hier habt ihr einen Cream Bronzer drin als Bronzer und natürlich einen Concealer. Ich liebe diese Palette und liebe sie einfach, benutze sie jeden Tag. Ist einfach ganz, ganz tolles Produkt. Und der Gegenspieler ist dann das hier. Und zwar ist das ja dann eine zusammengestellte Palette. Man kann ja bei ihr alles auch nachkaufen. Man kann den Concealer speziell nachkaufen. Nur eine Farbe. Man muss nicht gleich die ganze Palette kaufen. Man kann alles immer irgendwie austauschen mit Magnet. Also sie hat so einen Magnetmechanismus, dass man die Sachen auch einfach rausnehmen kann und austauschen kann. Man kann auch hin und her. Man kann alles Mögliche auch. Man könnte auch diese Farbe hier reinsetzen und so weiter. Das ist halt das Tolle bei ihr. Und diese Palette heiß geliebt habe ich mir zusammengestellt und zwar habt ihr hier einen Puderbronzer und da mache ich auch ganz oft so und das wäre dann so das Gegenstück
zu dem Essence-Produkt, da ist halt mein, also das ist halt mein absoluter Favorit in Sachen, was man bestellen muss oder was etwas teurer ist. Ach, teurer, das hört sich so doof an. Ich muss es anders sagen. Das wäre dann mein absoluter Favorit bei den etwas, bei den Sachen, die man bestellen müsste. Make-up-Coach ist ja nicht in der Drogerie, sondern man muss es bestellen. Absolut Top-Preise, wirklich mega Preis-Leistungs-Verhältnis für diese deutsche Qualität wird in Deutschland hergestellt. Und das muss ich immer betonen, weil hier sind absolut keine negativen Stoffe drin, sondern das ist wirklich richtig, richtig tolle, hochwertige deutsche Qualität. Und ich muss das so betonen, tut mir leid. Ja, weil oft habt ihr irgendwelche China-Ware in der Hand und das würdet ihr wahrscheinlich noch nicht mal auf euren Rasen machen, ist aber immer schön günstig. Und hier habt ihr halt ein Produkt, was günstig ist, aber eurer Haut nicht schadet und das könnt ihr bedenkenlos auf dem Rasen kippen, da passiert nichts. Habt ihr kein Loch im Rasen? Ja, also wirklich ein tolles, tolles Produkt. Ich liebe es und benutze es. Im Moment ist mein, oh, ist mein absoluter, absoluter Mega-Favorit. Platz 1 plus plus plus. Beim Rouge habe ich natürlich auch meinen absoluten Favoriten und da ist es natürlich auch Make-up Coach wieder und da ist es auch wieder diese Palette, weil hier halt dieses Orange Glow auch mit drin ist und Just Fresh. Das sind die Töne, die ich sowieso immer benutzt habe, all die Jahre immer wieder und hier husche ich einfach rein, mach mir das rauf und toppen tue ich das Ganze denn hier noch mit. Das ist sanfte Rose und das ist das, was ich im Moment wirklich ständig, wenn ihr mich in Videos seht. Und ich habe kein Make-up, kein anderes Make-up gezeigt, dann bin ich immer damit geschminkt gewesen in letzter Zeit, weil ich das so, so liebe, diese Zusammensetzung Orange Glow mit diesem tollen Rosaton. Das ist sanfte Rose. Liebe ich total. Also benutze ich gerade im Moment nur noch. Und wenn wir in die Drogerie gehen, da, also ich mache das ja so ein bisschen auch getrennt, Naturkosmetik. Da kommt extra noch ein Naturkosmetik-Video, wo ich Naturkosmetik vergleiche. Das habe ich extra rausgelassen aus diesem Video. Ihr seht hier keine Naturkosmetik, glaube ich. Ich hoffe. Wenn ihr ein schönes Produkt, ein schönes Rouge in der Drogerie sucht, findet ihr natürlich bei Essence was, bei Catrice. Die haben einfach tolle Blushtöne, da kann man nicht meckern, da gibt es immer was. Was ich jetzt aber benutzt habe oder was ich jetzt so persönlich am allerliebsten mag, das sind diese drei Produkte. Das sind die von River Loves Me. Ich liebe Cremeprodukte. Übrigens haben sie ja auch sowas hier. Auch nur mal so eine kleine Palette. Also wer da keine Schwierigkeiten hat mit Cremeprodukten, habe ich ja auch ein Video drüber gemacht, wie das so in der Handhabung geht und so weiter. Ja, also ich habe fast zu irgendwas ein Video gemacht. Und ja, hier habt ihr halt drei tolle Töne, die könnt ihr euch aussuchen. Ihr habt ein Mega-Preis-Leistungs-Verhältnis. Die sind nicht zu doll pigmentiert. Also da ist nicht das ganze Make-up ruiniert, wenn ihr das drauf macht. Ihr könnt es auch immer noch ausgleichen mit einem Foundation-Pinsel. Und hier habt ihr einfach drei verschiedene Töne. So alle drei würde ich jetzt nicht auftragen. Das habe ich jetzt nur für das Video gemacht. Aber ansonsten finde ich toll. Ich weiß gar nicht, ich glaube, den Ton mag ich am liebsten. Das ist auch der kräftigste und den mache ich mir gerne hier vorne rauf. Und dann verblende ich das. Das sind so die Produkte, die immer wieder mal so hier im Hintergrund gearbeitet haben, wenn ich nichts anderes benutzt habe, dann oder ich hatte den Make-up-Coach noch nicht, weil das ist ja ein neueres Produkt davor, habe ich dann immer diese drei hier benutzt für meine Videos und habe das total geliebt immer. Und oft ist es so, dass ich dann ein Cremeprodukt auf die Foundation drauf mache und dann mache ich nicht Puder noch mal rauf, sondern dann mache ich noch mal ganz dünn ein Rouge drauf. Und das war nicht selten ein Nabla-Produkt. Die Nabla-Produkte oder speziell hier die Lola von Nabla bekommt ihr bei Pursh, ist einfach ein wunderschöner Rouge-Ton, den ich so, so, so oft benutzt habe. Und ganz oft war es auch der Ton dann, der denn da so heimlich raufgemacht wurde, weil die so, ich glaube, ihr seht das auch im Fändchen, das sind wunderschöne Rouge-Töne, die sind so seidenmatt und das macht so ein, gerade eine reife Haut oder gerade eine Trockenhaut, macht seidenmatt ein wunderschönes Satin-Finish. Ja, das sieht so aus wie Satin. Nein, übertrieben ausgedrückt. Nee, das ist so,
Das sieht so schön aus, das sieht so gepflegt aus, das kann man nicht beschreiben. Das ist so, ja, so wie Satin halt aussieht, Satin oder Seide, das ist so speziell, das ist so, das glänzt nicht, das sieht nicht speckig aus, das schimmert einfach nur so schön gesund. Also so, deswegen liebe ich auch diese Nabla-Produkte total, ne? Die Farben sind einmal Lola und der andere Ton heißt Independence, dieser nicht ganz so knallige Ton. Also das sind, boah, das sind so tolle Rougetöne, die ich so liebe, ne? Lidschattenbase mache ich mir auch gerne mal rauf, bevor ich mich schminke. Und da gibt es bei mir einen ganz klaren Favoriten. Und zwar ist das auch wieder Dominic Cosmetics. Einfach ein tolles Produkt, weil das auch schon so schön abdeckt. Und hier seht ihr auch, wenn ihr genau drauf achtet, nachher, wenn ich das, ich weiß nicht, wie ich das verkürze, aber oft ist es so, dass ihr eine doofe Lidschattenbase habt und ihr denkt, das ist der Lidschatten. Das ist nicht immer der Lidschatten. Oft ist es auch eine Lidschattenbase, die einfach zu doll haftet. Die hält den Lidschatten zu doll fest. Ich wusste früher auch nicht, dass es da Unterschiede gibt. Da muss man erstmal ein paar Lidschattenbase getestet haben, dass man da so den Unterschied merkt. Was gibt es da überhaupt für Unterschiede? Nee, es ist nicht denn der Unterschied, dass das Make-up schnell weg ist oder dass sie nicht lang genug den Lidschatten festgehalten hat, sondern es gibt den Unterschied, dass es durchsichtige Produkte gibt, so wie das hier von Trended Up. Das ist durchsichtig und das ist farblich. Farblich finde ich immer schöner, weil ihr schon mal so eine Leinwand habt. Bitte nicht abpudern. Braucht man nicht bei, also es gibt, kann ich auch nicht so schnell sagen. Es gibt Leute, die machen das, um ihr Make-up festzuhalten, weil sie extremes Schlupflid haben und das immer wieder verschwindet. Aber normalerweise würde ein Lidschattenbase normalerweise nicht abgepudert, weil sie ja haftet. Sie hält ja den Lidschatten fest. Also versucht es sonst erstmal so. Und da muss natürlich auch der Lidschatten gut zu verblenden sein und nicht so krass festhalten. Ich hatte schon Lidschattenbase, die haben einfach zu doll gehaftet und du konntest den Lidschatten nicht mehr richtig verblenden. Wenn ihr so eine Lidschattenbase habt, könnte es eventuell besser klappen dann mit einem Cremeprodukt, also ein Creme-Lidschatten. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Erstmal, das sind die beiden Produkte, die ich euch weiterempfehlen würde. Einmal Dominic Cosmetic und einmal Trended Up. Einmal Drogerie, einmal Pirsch zum Bestellen. Zwei tolle Produkte, die ich im Moment ganz gut finde. Also da finde ich die natürlich besser, viel besser. Die ist noch so ein bisschen, manchmal hätte ich ein bisschen zu doll fest, ne? Aber ansonsten so auf schnell hat ihr. Aber da kann ich euch schon eigentlich das sagen, was ich euch ja noch nicht sagen wollte. Wenn ihr eine gute Lidschattenbase wollt, habe ich auch ein Video drüber gemacht. Die von Alverde ist klasse, weil die deckt auch ein bisschen ab. Das wollte ich jetzt aber noch gar nicht sagen. Aber die von Alverde, die Lidschattenbase, die ist spitzenmäßig. Die ist noch ein bisschen besser als diese hier. Aber die ist auch nicht schlecht. Ja, gut, fertig. Jetzt kommen wir zum Lidschatten. Ja, Lidschatten ist ja immer so ein riesiges Thema und da gibt es ja alles Mögliche. Und im Moment habe ich hier Neuheiten am Start und zwar Nabla Lidschattenpaletten. Das ist was ganz Besonderes und das zeige ich heute auch bei Instagram. Nämlich die kommen ganz anders geliefert, wie ihr das so kennt. Ihr könnt hier, macht ihr die Lidschatten selber rein. Die kommen wahnsinnig umweltfreundlich bei euch an. Das ist alles einfach nur in Pappe eingepackt, ganz, ganz sicher verpackt. Und die Verpackung, die sieht dann so aus. Und hier habt ihr das dann alles drinne. Und diese Lidschattenpaletten, die so wahnsinnig toll glänzen, so unwahrscheinlich schick aussehen. Das ist, ne, das ist so richtig toll und schön. Da packt ihr die Lidschatten dann selber rein mit so einem Magnetverschluss, so klick, 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 wie ihr das vom Make-up-Coach auch kennt. Und dann könnt ihr euch das selber zusammenstellen. Ihr könntet auch, wenn ihr alle drei Lidschattenpaletten habt, könntet ihr auch natürlich so untereinander irgendwie mischen, wenn könnt ihr eure eigenen Lidschatten zusammenstellen, wie ihr möchtet. Also ich habe alle drei Lidschatten getestet. Ich finde sie wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Ich liebe sie. Sie sind nicht zu vergleichen mit den großen Lidschattenpaletten von Nabla, aber sie sind zu vergleichen mit den kleinen Lidschattenpaletten von Nabla. Nabla hat ja verschiedene Lidschattenpaletten gehabt. Die haben auch schon so größere Paletten gehabt.
Die mag ich gar nicht so gerne. Die habt ihr bei mir auch kaum gesehen. Welche ich aber richtig toll finde, das sind diese kleinen Lidschattenpaletten. Die sind von der Qualität her, finde ich, ganz anders. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber das ist einfach eine ganz andere Qualität und ganz andere Farben. Und an diese Qualität kommen diese hier ran. Die verbessern ja auch immer so ein bisschen ihre Produkte, ne? Da wird ja so ein bisschen gemeckert von den Kunden und dann versuchen die immer noch besser zu werden. Und das ist eben bei Nabla der Fall. Ganz, ganz tolle Lidschatten und ich zeige euch mal ein paar Looks damit und auch, wie ich diesen Look hier heute geschminkt habe. So, ich werde das mal so ein bisschen nachvertonen, um euch auch so ein bisschen zu erklären. Und das ist ja jetzt die Seite mit Dominique Kosmetik und das ist mit Trended Up Lidschattenbase. So, ich glaube, ihr seht das auch. Ich habe das jetzt nicht zu stark verkürzt. Also ein bisschen habe ich schon rausgeschnitten, weil es sonst manchmal einfach zu lange geht, so unwichtige Sachen zu zeigen. Aber wenn ihr das jetzt mal beobachtet, wie ich da so ein bisschen mehr auf der Seite kämpfe, wo von Trended Up die Lidschattenbase drauf ist, dann seht ihr das, dass auf der Seite von Dominique Kosmetik der Lidschatten einfach viel leichter zu verblenden ist. Also es geht einfach viel schneller. Viele denken, glaube ich, immer, dass man, wenn man günstigere Sachen kauft, dass das irgendwie schneller geht, als wenn man teure Sachen kauft. Das Gegenteil ist der Fall. Oft ist es so, nicht immer, aber oft ist es so, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgebt, habt ihr weniger Arbeit, weil die Sachen halt qualitativ ein bisschen besser sind, könnt ihr damit einfach besser arbeiten. Und deswegen ist mir das jetzt auch ganz wichtig, dass ihr das mal seht. Zufälligerweise, das war jetzt auch nicht so geplant, ne? Dass ich euch das so zeigen wollte. Das war jetzt nicht der Plan. Oder jetzt zeige ich euch mal den Unterschied zwischen diesen beiden Lidschattenbases, weil ich eigentlich dachte, dass die Trended Up ganz gut ist, habe dann aber beim Schminken gemerkt, Alverde ist doch ein bisschen besser. Trended Up ist gar nicht so toll. Jedenfalls merkt man beim Schminken schon so einen kleinen Unterschied. Und das ist das, was ich euch auf jeden Fall auch noch mal sagen möchte. Also die Lidschatten von Nabla sind spitzenmäßig, ganz, ganz tolle Qualität. Diese rote Palette, das ist sogar ein bisschen so meine Lieblingspalette. Mit den anderen Paletten habe ich mich ja auch schon geschminkt und da zeige ich euch dann auch noch mal Fotos oder auch vielleicht noch mal ein paar Shorties oder so. Muss ich noch mal schauen. Also sucht da was aus, was euch gefällt. Und jetzt mache ich ja gerade das Glitzer rauf. Also das ist auch nicht runtergerieselt, gar nicht. Ich habe es am nächsten Tag auch noch mal gemacht. Ohne Lidschattenbase, da sah es genauso toll aus bei dem Jepoda-Video zum Beispiel. Das habe ich einen Tag später gedreht und habe keine Lidschattenbase aufgetragen. Da könnt ihr dann auch noch mal reinschauen in das Video. Also super schöne Qualität, bin ich wirklich von begeistert. Und so sieht dann der fertige Look nachher aus. Wenn ihr eine Drogerie-Alternative haben möchtet, das habe ich jetzt aber nicht abgefilmt, dann seid ihr auf der sicheren Seite mit einer NYX-Palette. Eigentlich fast egal welche, ich liebe die eigentlich alle. Also auch die kleineren Paletten, da gibt es keine Unterschiede, die sind alle toll. NYX hat mega Qualität, wirklich kann High-End mithalten auf jeden Fall. Und das ist die neueste von Catrice, so diese Five in a Box. Also die ist jetzt. Die spricht jetzt so für diese ganzen Catrice kleinen Paletten, diese Fünfer Paletten, Five in a Box. Das ist jetzt hier die neueste. Wow in a Box, das ist so richtig krasse Qualität, ne? Also auch da finde ich wieder, das ist so ein Unterschied, ob man eine größere Lidschattenpalette hat oder die kleinen. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist. Ihr könnt gerne mitreden. Ich mag bei Catrice die Five in a Box lieber als die größeren Paletten. Die größeren Paletten sind auch toll, aber die sind irgendwie nicht so toll wie diese kleineren. Obwohl das ja eigentlich Quatsch ist, glaube ich, haben die mehrere Fabriken. Die eine Fabrik stellt die Five in a Box her und die andere nur die großen Lidschattenpaletten wohl kaum. Ich weiß nicht, wie das geht. Vielleicht wird das in anderen Ländern hergestellt. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Also, oder ist es Einbildung? Ich weiß es auch nicht, wie das kommt, dass ich mir einbilde, dass die Five in a Box besser ist als die große Lidschattenpalette. Ich weiß auch nicht. Das kommt, dass ich das so empfinde. Außer Konkurrenz ist natürlich
Meine Smoke Liner, das sind die, damit mache ich immer meinen Eyeliner und unter der Wasserlinie, die sind natürlich für mich außer Konkurrenz. Ich habe jetzt Grau und Petrol genommen. Make-up Coach hat natürlich 1000 Millionen Farben mit Glitzer und das ist einfach total schön. Was ich euch aber auch sagen möchte, ist, wo ist es denn jetzt hier? Ihr findet auch bei Nabla richtig tolle Lidschattenstifte und die würde ich euch eigentlich auch empfehlen. Und zwar könnt ihr dazu auch immer passend einen Lidschattenstift kaufen. Ich habe mehrere Farben hier, die ich unheimlich toll finde. Und zwar sind das diese hier. Also die habe ich jetzt gar nicht so oft benutzt. Damit hätte ich mir jetzt so meinen Lidstrich normalerweise gemacht, weil diese Lidschattenstifte, die sind wahnsinnig cremig. Die kann man so rausdrehen und am Ende habt ihr noch einen Anspitzer. Das heißt, ihr könnt die auch ganz spitz anspitzen und dann könnt ihr euch damit einen tollen Lidstrich ziehen. Wenn ihr jetzt genau in der Farbe passend zu den Paletten einen Lidstrich machen wollt, dann kann ich euch die empfehlen. Die halten schön lange. Wenn ihr euch jeden Tag damit schminkt, halten die ganz bestimmt ungefähr 3 Monate, würde ich mal so schätzen jetzt. Und das sind so die meisten Produkte und ich mische das ja ganz oft. Das hier ist der Ivory, der ist leer. Ne? Da ist nichts mehr drin. Ne? Den kann ich hier gar nicht mehr rausdrehen. Aufgebraucht. Ist aufgebraucht. Das ist der hellste. Den habe ich immer gebraucht hierfür, um hier aufzuhellen oder um zu mischen oder um das gesamte bewegliche Lid anzumalen. Das sind matte, cremige Lidschattenstifte. Wahnsinnig toll. Könnt ihr super mischen mit Make-up-Coach, Brightliner, mit Glitzer, mit allen möglichen Produkten könnt ihr die auch mischen. Ihr könnt auch ein Puderprodukt dazu noch benutzen. Also das sind immer für mich so eine, oh, wie soll ich das erklären? Es ist so wie Ohrringe. So wie Ohrringe. Also ohne Ohrringe ist alles irgendwie doof und Make-up ohne diese Stifte ist auch irgendwie doof. Alles ist jetzt, glaube ich, doof erklärt. Ich weiß auch nicht. Weiß nicht, wie ich das euch klar machen soll, dass ich die so oft benutzt habe. Wenn ich es eilig hatte, habe ich immer diese Farbe genommen und habe mir damit immer einfach so, habe das auf das gesamte bewegliche Lid gemalt, habe das dann verblendet, Lidschatten rauf, Mascara rauf, ein bisschen Smoke Liner, fertig war. Na so, das ist halt so eine Farbe, die ganz, ganz toll auch für Schlupflid ist. Das ist nicht so auffällig, aber es ist eine ganz, ganz tolle Farbe, um mal so ganz schnell loszulaufen, wenn man es eilig hat. Ne? Und grün haben die auch. Ach, die haben alle Farben. Die haben alle möglichen Farben. Habe ich bei Instagram auch schon ein Foto gemacht. Finde ich auch irgendwie ganz wichtig, dass ich euch das sage, weil das ist immer so ein Zusammenspiel. Ich habe selten, selten besteht mein Augen-Make-up in den Videos aus einem Produkt. Das ist ganz selten der Fall. Ich habe jetzt nicht nur Brightliner drauf, sondern ich habe immer irgendwie so ein bisschen Nabla, so ein bisschen Drogerie. Ich mische mir immer irgendwie sowas zusammen und deswegen sage ich euch halt auch so, was ich so gerne mag. Und am meisten benutzt habe ich immer diese Nabla-Stifte und Nabla-Lidschatten in letzter Zeit. Immer mal wieder, wenn ich irgendwie geschminkt war, habt ihr immer Nabla-Lidschatten gesehen, weil ich die halt so für mich ausgetestet habe. Ich wollte wissen, sind die gut, sind die nicht gut, weil wenn die nicht gut sind, dann zeige ich euch die nicht. Ich zeige euch nicht irgendwas, was ich doof finde. Das ist ganz klar. Also das lasse ich dann weg und das wissen die Firmen auch inzwischen, dass wenn ich über eine Sache nicht rede, dann fand ich sie nicht so gut. Ne? Dann muss ich sie nicht schlecht machen, weil das immer Geschmackssache ist. Der eine findet die toll, der andere findet die schlecht. Und ich finde das dann auch meinen Kollegen gegenüber irgendwie unfair, wenn ich sage, so, das ist ein blödes und doofes Produkt. Und eine Kollegin zeigt das und sagt, das ist ein tolles Produkt. Und dann heißt es nachher, die eine oder die andere redet Quatsch. Also das ist einfach Geschmackssache. Und wenn ich, also sonst, wenn ihr das, meine ehrliche Meinung haben wollt über irgendein Produkt, müsst ihr mich bei Instagram direkt anschreiben, da kriegt ihr eine ehrliche Antwort. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, finde ich es halt nicht schön, wenn man einfach was schlecht macht und sagt, das ist scheiß Qualität, das ist doofe Qualität. Es ist immer Geschmackssache, es kommt immer auf die Haut drauf an. Jeder ist anders. Ist man jung, ist man alt, ist man blond, ist man rothaarig, hat man sehr trockene Haut, nur ein bisschen trockene Haut oder total ölige Haut. Es ist alles, es ist, hat der eine hat ganz viel hier Platz, der andere hat ganz wenig Platz. Es gibt so viele verschiedene und wenn ich sage, das ist ein tolles Produkt und da hat einer so ein ganz ausgeprägtes Schlupflid und da geht gar nichts mehr, dann sagt er, das ist ein doofes Produkt. Ne? Das ist halt so, so ganz, ganz individuell.
und deswegen, wenn ich über irgendwas nicht rede. Und wenn ich über was rede und toll finde, dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich auch wirklich sehr lange getestet habe. Und sowieso alles, was ich hier in dem Video heute erzähle, das habe ich wirklich ausführlich und lange getestet. Und da weiß ich auch wirklich, dass es tolle Produkte sind. Sonst würde ich euch die niemals weiterempfehlen, weil das ist nicht meine Message. Meine Message ist, wir sind Freunde und ich gebe hier Tipps von Freundin zu Freundin. So. Concealer, natürlich Make-up-Coach, brauche ich ja fast gar nicht mehr zu erwähnen. Da kommt wieder meine Palette, ne? Das ist schon Hitzepen, heißt das, glaube ich. Kommt schon der Boden durch. Natürlich cremiges, super, super, super Produkt, Make-up-Coach. Und aus der Drogerie das Produkt, was ich am meisten benutzt habe. Wie gesagt, so ein bisschen Naturkosmetik ist gerade schon toll, aber da werde ich ein extra Video machen. Und das ist der, den ich immer wieder gegriffen habe. Und ich habe hier alles Mögliche stehen. Ich habe It Kosmetik, Dominic Kosmetik, NYX. Ich habe Be Perfect. Ich habe Asam. Ich habe Catrice mehrere. Ich habe hier irgendwie alles. Und das ist aber der von Riva Loves Me, den ich immer wieder gegriffen habe. Ja, das war irgendwie so, den liebe ich irgendwie. Der ist toll. Der ist cremig, der ist hell, der ist deckend wie sonst was. Und ganz toll. Also für unterm Auge weiß ich nicht, aber hier auf jeden Fall und hier außen geht er auch. Kann man auch so ein bisschen selber bestimmen, wie man das haben möchte. Also ganz tolles Lieblingsfavoritenprodukt aus der Drogerie. Zur Konkurrenz auch Make-up-Coach. Benutze nichts anderes. Ich habe hier viele, viele Lippenprodukte. Tolle Firmen. Ich greife aber irgendwie immer Make-up-Coach. Rosenholz. Das ist immer so meine Farbe. Ja. Aber ich bin eh nicht so ein Lippenstift-Mensch. Ich zeige das zwar in Videos, aber so, wenn ich so privat unterwegs bin, seht ihr mich nie mit einem knallroten Lippenstift oder so. Ich habe immer irgendwie Zopf, bin ungeschminkt und Make-up-Coach auf den Lippen. Ungeschminkt. Man sagt immer, der beste Schuster hat die schlimmsten Schuhe. Und ich bin so oft ungeschminkt unterwegs, weil ich erstmal Produkte besorgen muss, bevor ich mich schminke. Also achtet da nicht so drauf, wenn ihr mich mal trefft. Ja. Gut, dann noch ganz wichtig, glaube ich, Highlighter. Natürlich Amnesia von Nabla. Ich mag das manchmal gar nicht mehr sagen, aber ich vergesse auch, dass es ja auch neue Zuschauer gibt. Und ich bin ein riesengroßer Nabla- und Make-up-Coach-Fan, was man in diesem Video fast gar nicht merkt. Aber wirklich nicht ohne Grund. Es sind einfach tolle Produkte, die auch immer irgendwie günstiger sind wie andere. Und hier habt ihr ein Catrice-Produkt. 030 Beyond Golden Glow. Also kann auch super mithalten. Ne? Nabla kostet 20 Euro. Mit Code am besten kaufen. Und hier, weiß ich nicht, 5 Euro oder so. Also ganz toll. Kann man auch benutzen. Aber ich liebe Nabla. Ganz lange schon, ne? 2-3 Jahre. Ich glaube, ich habe den schon locker über 2 Jahre oder so. Ich benutze den immer noch. Schon abgelaufen. Geht immer noch. Gut, dann hoffe ich, dass ich euch weitergeholfen habe mit meinem Video. Und ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss. Danke, dass ihr da wart. Und passt gut auf euch auf. Lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Und ja, danke, dass ihr mir immer so wahnsinnig tolle, liebe, süße Kommentare schreibt. Und ihr könnt mir glauben, jeder einzelne liebe Kommentar hüpft direkt in mein Herz und ich kann das super gut gebrauchen. Es tut einfach gut, so lieb von euch behandelt zu werden. Dafür möchte ich mich wirklich mal bedanken. Vielen Dank, dass von euch so viel zurückkommt. Vielen Dank. So, jetzt sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.